Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Hallo Meinung. Heute befassen wir uns mit dem Thema Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Ich vermisse bei der Überschrift gegen Linksextremismus und gegen Islamismus. Und dann heißt es das BMJV, das ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, erlässt Gesetzesentwurf zur Reparatur. Das heißt also, hier sind bereits zu Beginn des Gesetzesentwurfs handwerkliche Fehler feststellbar. Das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität ist seit Anfang Juli beschlossene Sache. Ja, es ist gut, deutlich gesagt, Hallo Meinung wehrt sich gegen jegliche Form von Extremismus, sei es Rechtsextremismus, sei es Linksextremismus, sei es religiös geprägte Straftaten und Islamismus. Ich vermisse, wie gesagt, den Linksextremismus und den Islamismus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Meine Damen und Herren, es ist ja letztlich so, wenn wir schauen, wenn es da heißt, kriminelle Clan-Größe in Berlin erhält 27. Duldung, dann fragst du dich, Moment, wo bleibt denn da der Gesetzestext? Denn es ist ja keine Seltenheit, dass sich Familien in Deutschland stark machen, die dann nicht unbedingt gesetzestreu sind. Das heißt, denen ist im Grunde genommen Recht und Ordnung völlig egal. Die haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, danach leben sie auch. Und wenn Richter, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen bedroht werden oder Polizistinnen, ja, dann wird nach jetzigem Erkenntnisstand allzu oft der Weg des geringsten Widerstands gegangen. Also wenn wir sehen, kriminelle Größe, er kam aus dem Libanon und begeht seit Jahrzehnten Straftaten. Und nach Spiegelinformationen erhielt das Berliner Clan-Mitglied Ahmed A., alias der Patron, Miri, trotzdem seine 27. Duldung. Wenn man sich das Strafregister anschaut, dann kann man auch ein Telefonbuch lesen. Aber das setzt sich fort. Meine Damen und Herren, wenn ich mir anschaue, ich habe mir hier einen Weltartikel zu eigen gemacht. Er kam als Flüchtling. In seinen Videos seht er Hass. Kenfesh kam als Flüchtling nach Deutschland. Hier inszeniert er Videos, in denen er Frankreichs Staatspräsidenten erniedrigt und vermeintliche Polizisten erschießt. Was kann der Rechtsstaat machen? Ja, nachdem sich Linke und SPD und Grüne dagegen wehren, dass Syrien ein sicherer Drittstaat ist, beziehungsweise ein Staat ist, wo abgeschoben werden kann, ist es halt letztlich so, dass wir solche Menschen ernähren müssen und dulden müssen. Ihr erinnert euch, Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Also wie gesagt, das, was hier ist, ist nun absolut keine Seltenheit. Es ist wirklich ein Zeichen dafür, wie hilflos die Politik dem gegenübersteht, wie machtlos, ich denke, weil sie nicht will. Und weil viele Menschen aus diesem Klientel, Berlin ist nun mal eine Stadt, und wenn ihr das Video anschaut, vielen von euch werden die Haare zu Berge stehen, was ich danach zeige. Berlin ist nun mal eine Stadt, die ist linksgrün, also kommunistisch mitgeprägt von der Linken. Und das zeigt sich in allen Facetten. Es zeigt sich in allen Facetten. Und als ehemaliger Berliner hätte ich nie gedacht, in welchen Sumpf solch eine Stadt abrutschen kann. Aber jetzt schaut euch bitte mal dieses Video in Ruhe an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Es sind Bilder, mich schockieren sie. Bitte schaut es euch mal in Ruhe an. Yalla, sag mal. Ashhadu anna anna la la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah takbir Allahu Akbar hada yadrubu yalla Ich schwöre, wenn nächstes Mal macht etwas, genau. Ja.
Ja, meine Damen und Herren, das sind Bilder mitten aus Berlin. Und so wie ich sehe, ist das die Hammerstraße in Neukölln in Berlin. Für mich beängstigend, junge Leute, alle Akbar. Da wird das Bild des französischen Staatspräsidenten wird verbrannt. Das ist normal. Das sind Dinge, habt ihr je davon mal irgendwo in den Tagesthemen bei Kleber in der Tagesschau oder Panorama oder beim Georg Restle im Monitor? Nee, sowas werdet ihr nicht sehen. Erinnert euch, Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Ich vermisse Linksextremismus und es gibt viel linksextremistisch geprägte Straftaten, keine Frage, erst jetzt. Die Bundeswehr-Jeeps, die in Leipzig angezündet wurden und Körperverletzung und. Und das Thema Islamismus wird in dieser Gesetzesform, jedenfalls in der Überschrift, total vernachlässigt. Und solche Bilder, wenn ich den jungen Mann sehe, wie unbehelligt der in Berlin rumschreit, lebt auch noch im Grunde genommen von unseren Leistungen vom Sozialstaat. Dafür müssen Menschen arbeiten gehen. Es ist bedauerlich, Gesetz gegen Rechtsextremismus und gegen Hetze im Netz. Ja, meine Damen und Herren, es gibt noch eine Steigerung. Demonstrationen sind im Zuge von Corona-Ansteckungsgefahr sind verboten. Nun schauen wir uns doch mal an, was am Ende Oktober in Berlin, am Hermannplatz, ist auch Neukölln, was da los war. Aller Akbar-Rufe mitten in Berlin, aber das scheint zur Normalität. Wie gesagt, Stadt Berlin rot, rot, grün scheint wohl so zu sein. Schauen Sie sich's bitte mal an. Ja, meine Damen und Herren, das sind Bilder mitten in Berlin. Ich habe Bilder in Erinnerung, wo ältere Menschen vor einem Laden stehen, wo ältere Menschen spazieren gehen, wo Familien spazieren gehen, beziehungsweise in der Innenstadt, das muss in Frankfurt in der Zeil gewesen sein, Kinderwagen, da wird der abgeführt, muss ja die Taschen leer machen. Habt ihr hier einen Polizisten gesehen, der irgendwo eingeschritten ist? Mit Sicherheit nicht. Das schickt sich ja nicht. Es ist nicht legitim, das wäre Rassismus. Da werden wir unserem Bild wieder gerecht, des bösen Deutschen. Aber meine Damen und Herren, ich muss eines sagen, insgesamt gesehen sollten wir uns doch mal überlegen, welche Rolle wir in der Welt spielen wollen und ob wir uns immerhin weiter hinten anstellen wollen. Es gibt so viele Beispiele in jüngster Vergangenheit, wo man sagt, wir haben alles nach Europa gegeben und es funktioniert nicht. Da sage ich nur, was das Thema Pharmaindustrie, was das Thema Impfen angeht, sei jetzt dahingestellt dafür oder dagegen. Aber wenn ich solche Bilder sehe und sehe die Überschrift Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hetze im Netz, dann muss ich sagen, irgendwo sieht man, von wem das initiiert ist, nämlich von einer linksgrünen Gesinnung und den nützt der Kontext gegen rechts. Denn da sind normale Bürger gemeint, so geht es ja hin, der normale Bürger soll zu rechts sterilisiert werden, sein Schimpfwort moralisch, sollst du dich nicht zu diesen Leuten bekennen, bekenne dich zu linksgrün. Und meine Damen und Herren, das Schlimme ist, dass die bürgerlichen Parteien, CDU, CSU, da nicht wehrhaft genug waren, aber einer Merkel ist es legitim, sie kommt aus einem kommunistischen Land und Merkel ist gut in Agitation und Propaganda. Das sieht man für mich SED-Nachfolge und das lebt sie jetzt in dem Land hier aus. Meine Damen und Herren, es braucht dringender denn je Aufklärung und Medien, die auch mal solche Dinge sachlich ansprechen. Sachlich. Gegen jegliche Form von Extremismus, aber jegliche Form. Und das werden Sie nicht in der Süddeutschen lesen und in verschiedenen anderen.
Deshalb, meine Damen und Herren, das werden Sie auch nicht in Tagesthemen oder Tagesschau, wie ich vorher gesagt habe. Deshalb braucht es Unterstützung, um solche Dinge machen zu können, um weiter wachsen zu können, um eine andere Medienlandschaft zu schaffen, eine ausgewogene, brauchen wir eure Unterstützung. Und bitte, die kann sich nicht nur in Likes zeigen. Wir brauchen die Unterstützung. Wir müssen für entsprechende Kosten hiermit aufkommen und sind auch gerne dazu bereit, unser Herzblut damit einzubringen. Es wäre schön, wenn ihr uns unterstützt. Wir brauchen es. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, uns weiterempfehlt. Und wir haben die Kraft, wir haben einen langen Atem. Und es wäre schön, wenn ihr euch Gedanken macht und auch mal andere Mitbürger informieren würdet. Danke, sagt Peter Weber.